für Stück. Langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, du bist dabei, Mann. Langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. So, Skineuheiten 2014-2015 mit Karin Weisenbach von der Firma Fischer. Wir fangen gleich mal an mit dem neuen RC4. Hallo. Hallo. Der neue RC4, habt ihr jetzt was ganz, ganz Neues gemacht für die Saison, und zwar eine neue Bindungsplatte. Richtig. Wir nennen diese Bindungsplatte Race Booster. Und das Besondere daran ist, wir haben das von unseren Weltcupläufern. Die fahren nämlich schon seit Oktober, seit dem ersten Weltcuprennen, fahren die mit dieser speziellen Platte in den Weltcuprennen. Was macht diese Platte jetzt anders wie eine normale Bindungsplatte? Das ist unsere Antwort von der Firma Fischer auf das neue FIS-Reglement. Das neue FIS-Reglement hat ja die Radien nach oben geschraubt, ja. Und dadurch tut sich der Fahrer immer schwerer, einen kürzeren Schwung zu fahren oder eine kürzere Kurve zu fahren und vor allem auch einen schnelleren Kurvenwechsel zu vollziehen. Und das soll hier mit dieser Platte leichter geschehen. Die Bindungsplatte läuft jetzt auch nach vorne raus. Wie heißen diese Verstrebungen dann hier? Das sind sogenannte Kraftbänder. Die nehmen den Druck oder die Kraft vom Skifahrer auf und leiten den Druck hier auf dieses gelbe Trapez mit diesen weißen Rollen. Und was passiert dann mit diesem Trapez, wenn man in eine Kurve fährt? Ich hole gerade mal das Demo-Teil. Okay. Das kann man hier nämlich ganz toll erkennen durch diesen Druck. Oder dieser Druck vom Skifahrer wird auf die Rollen übertragen und die können sich dann entlang des Trapezes spielen. Ja? Dadurch habe ich beim Ski eine freie Durchbiegung unter der Bindung, was gleichzeitig bedeutet, der Skifahrer hat einen schnelleren Kurvenwechsel und er kann eine kürzere Kurve fahren. Jetzt steht hier dran 30 Grad, das heißt, ihr könnt komplett 30 Grad als Biegewinkel mit angeben für die Bindungsplatte. Ja, kann man so sagen. Ja. Also die Abschrägung von diesem Trapez, von diesem gelben Bauteil, bewegt sich jetzt bei 30 Grad. Ja. Man kann sich auch vorstellen, wenn jetzt das steiler wäre, ja, mhm, dann wäre der Kurvenwechsel nicht ganz so langsam möglich. Das ist eben in Form von dieser Gradzahl gekennzeichnet. Das heißt, der Ski baut sich unter dem Skischuh, kann sich jetzt noch leichter biegen durch diese Möglichkeit. Richtig, genau. Ihr habt jetzt hier bei 1,75 Meter Länge. Wie weit sind da jetzt die Radien von den Skiern? Ja, wir sind da auch etwas nach oben gegangen. Aufgrund des Bindungsplattensystems haben wir den Ski dann auch etwas sportlicher gemacht oder etwas härter gemacht. Und natürlich auch den Radius etwas hochgeschraubt. Also bei der Länge 1,75 hat jetzt das Modell einen 18 Meter Radius. Im Vergleich zum Vorjahresmodell sind das wie viel Meter Unterschied dann? Ist schon ein Meter Unterschied, ja. Ist ein Meter Unterschied. Dieses Bindungssystem, habt ihr das dann auch auf den Slalom-Varianten auch dabei? Nein, im Moment haben wir das Plattensystem nur auf der Riesentorlauf-Variante. Aus zeitlichen Gründen haben wir das jetzt nicht geschafft, das für alle Weltcupläufer, für Damen und für Herren im Slalom und Riesentorlauf zu bringen, aber da sind wir dran. Das heißt also, wer aber noch eine Alternative, die alte Bindungsplatte haben möchte, kann das auch haben, oder das neue System, gibt beide Möglichkeiten. Ganz genau, es gibt den gleichen Ski mit der gleichen Taillierung, mit dem gleichen Radius, nur mit dem herkömmlichen Plattensystem, wo ich dann nicht ganz so die dicken Oberschenkel brauche. So, im Allmountain-Bereich hat sich auch was getan. Ihr habt eine neue Baureihe bei den Motifs gemacht. Richtig, wir haben versucht, einen leichteren Holzkern zu kreieren. Was habt ihr dann gemacht? Man sieht es hier ganz schön durch bei Motif 86, so heißt dieses Modell. Wir haben versucht, durch eine aufwendige Längsfräsung, ich hole dir mal ein Demo-Teil. Das kann man hier jetzt ganz schön sehen. Das ist also der Holzkern, der sich in diesem Modell befindet. Das ist eine sehr aufwendig versetzte Längsfräsung, die gewichtsreduzierend wirken soll, aber bei gleicher Fahrperformance. Wie viel Gewicht spart ihr durch diese Fräsung ein ungefähr? Ja, das sind schon 25% beim Holzkern, ja. Was für Mittenbreiten habt ihr beim Motif? Beim Motif gibt es insgesamt 5 verschiedene Modelle. Wir fangen da an mit einem ganz kleinen, sage ich mal, Motif 74.
Dann geht es weiter mit dem Motiv 76, dann haben wir am Motiv 80, das ist der Motiv 86 und dann gibt es noch im Katalog einen Motiv 95. Ihr habt jetzt noch was gemacht, dass die Skier noch harter werden. Das heißt, die Motivs gibt es jetzt dann auch mit zusätzlicher Titanalbegürtung? Es ist abhängig vom Modell, ja, oder was sich der Kunde wünscht. Dieses Modell zum Beispiel hat diesen leichten Holzkern in Verbindung mit Titanalbegürtung, also sprich Ober- und Untergurt. Ein Ober- und Untergurt gibt ja den Ski die nötige Steifigkeit, dass man mit dem auch auf hartem Untergrund sehr gut zurechtkommt. Das hat heute Morgen schon ganz gut geklappt. Ihr habt einen Rocker auch verbaut in dem Ski. Wie lang ist dieser Rocker? Ja, in allen All-Mountain-Modellen ist jetzt inzwischen ein Rocker verbaut. In unserer Moto-Serie haben wir eine Rockerlänge von 350 mm. Die Rockerlänge besagt die Länge von der Spitze bis zu dem Punkt, wo sich beginnt, der Ski an aufzuschnabeln. So, der Tourenbereich boomt. Auch da habt ihr jetzt ein komplett neues Modell mitgebracht. Ja, nicht nur eines. Wir haben unsere komplette Tourenski-Kollektion überarbeitet, angefangen bei der Konstruktion und aufgehört auch im Design. Ihr habt, oder du hast mir gerade vorhin in der Pause erzählt, ihr seid jetzt komplett Ausstatter im Tourenbereich. Aber hier hat sich auch einiges von der Oberflächenstruktur getan. Was hat sich genau verändert im Vergleich zum Vorjahr? Also man sieht es hier schon, wenn man das Modell anschaut. Das ist nicht eckig wie bei den herkömmlichen Ski jetzt, sondern ich habe hier eine runde, geschapte Oberfläche. Wir nennen dies Aero Shape. Und was bewirkt dieses Aero Shape? Dieses Aero Shape zu einem gewichtsreduzierend. Ja, wir haben dadurch eine Gewichtsersparnis. Zum zweiten haben wir festgestellt, dass zum Beispiel, dass so eine runde Konstruktion stabiler ist als eine eckige Konstruktion. Haben wir uns aus der Natur abgeschaut. Jeder Grashalm, jeder Baumstamm ist rund, aber auch am stabilsten. Und das haben wir versucht hier einzuarbeiten. Das heißt, ihr habt die Oberfläche seitlich abgefräst und glatt gemacht, damit der Schnee nicht drauf liegen bleibt. Richtig, dieser Aeroshape hat dann noch zwei weitere Vorteile. Ich habe einen geringeren Schneewiderstand und der Schnee bleibt auf dieser Oberfläche nicht ganz so kleben wie bei herkömmlichen Ski. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Man gibt sehr viel Geld für einen sehr leichten Tourenski aus und spätestens, wenn man mal 200 Höhenmeter gespurt hat und der Schnee dran kleben bleibt, dann weiß man eigentlich, wie lästig der Schnee auf dem Ski oben, wenn er oben ist, wie lästig das sein kann. Was für ein Holz verbaut ihr in den Ski, dass der so leicht wird? Ein tropisch schnell wachsendes angebautes Paulownia. Das ist also ein Tropenholz, das extra industriell gefertigt wird? Ja, natürlich. Also das versteht sich von selbst, dass man da nicht irgendwelche Holzarten verwenden kann, die da die Natur schädigen. Unter der Bindung werdet ihr in der Konstruktion dann wieder breiter. Das heißt, was wiegt der Ski ohne Bindung? Dieser Ski wiegt ohne Bindung 1250 Gramm. Und es bleibt dem Kunde überlassen, was für eine Bindung er drauf macht. Aber ihr bietet jetzt auch die Ambition an? Für dieses Modell bieten wir jetzt diese Ambition-Bindung an. Das ist eine DIN-genormte Rahmenbindung. Natürlich bleibt es dem Kunden offen, ob er auch eine Pin-Bindung nehmen kann. Die haben wir auch im Sortiment, allerdings nur auf unserem Rennski. Weil bei unserer Pin-Bindung, das ist rein nur für den Rennlauf gedacht, da habe ich keinerlei oder hat der Endkunde keinerlei Sicherheitseinstellungen oder Sonstiges. In was für Mittenbreiten bietet ihr die Skier an? Weil es ist ja mittlerweile so, dass die ganzen Tourenskier ein bisschen breiter werden. Man guckt, dass man auch, dass man beim Abfahren ein bisschen Spaß hat. Also der schmälste Tourenski ist bei uns mit einer Mittenbreite oder hat eine Mittenbreite von 78. Dann geht es nach oben 80, 82, 88 und dann kommen unsere Freerider mit dem Namen Hannibal. Da gibt es dann ein Modell mit einer 94er Breite und noch einer 100er Breite. Bietet ihr die Felle mit dazu an oder muss sich der Kunde die zuschneiden lassen? Nein, jeder Tourenski bei uns hat sein spezielles Fell, kann man zusätzlich dazu kaufen. Und dann haben wir noch im Programm Zuschneidefelle für diejenigen, die jetzt keinen Tourenski haben, sondern einen Freeride-Ski, aber mit dem eventuell auch mal bergauf laufen wollen. Und Harscheisen gibt es natürlich dann auch noch mit dazu? Das ist klar, Harscheisen muss man alles mit anbieten, ja. Karin, ihr seid jetzt komplett Anbieter, das heißt, ihr habt jetzt einen Tourenschuh. Ja, wir sind jetzt neu eingestiegen, haben vier verschiedene Tourenmodelle, zwei Herrenmodelle und zwei Damenmodelle. Unten natürlich Vibram-Sohle.
Ja, klar, das braucht so ein Turnschuh hier, diese Vibram-Gummisohle. Dann natürlich so eine umgedrehte Schnalle, damit man eventuell nicht am Fels hängen bleibt. Wir haben hier natürlich auch diese Overlap-Konstruktion, diese Schaftüberlappung hier oben, aber aus Gewichtsgründen hier unten eben weggelassen. Das ist alles, was ein Turnschuh auf jeden Fall haben sollte. Das Besondere aber an dem Schuh ist, dass wir hier auch die komplette Vakuumtechnologie haben. Das ist also der erste voll anpassbare Turnschuh. Ist für die Leute angenehm, die beim Schuhe anprobieren, feststellen, es funktioniert und nach eineinhalb Stunden auf der Tour wahnsinnige Schmerzen haben, geht bei dem dann nicht mehr. Richtig, genau. Also da lässt sich die komplette Schale, aber auch der Innenschuh an den Fuß anpassen. Wie viel wiegt dieser Schuh? Der Schuh wiegt 550 Gramm. Bei den Tourenschuhen, was ich immer ein bisschen verwirrend finde, gibt es keine Flexwerte wie bei normalen Schuhen. Wie erklärt man sich dann, ob der Schuh jetzt hart ist oder nicht? Ja, richtig, es gibt keinen Flexwert. Beziehungsweise es gibt schon einen, er wird nur anders genannt. Man spricht hier von Rotation. Wenn ich hier zum Beispiel sage, oder der Schuh hat eine Rotation von 60 Grad, dann meint man die Bewegung nach vorne und nach hinten. Und das ist eigentlich so in der Tourenszene egal, welches Modell das ist, von welchem anderen Mitbewerber, da sprechen wir dann aber die gleiche Sprache von Rotation. Das heißt aber, wenn ihr einen Biegewinkel von 60 Grad oder 60 Grad sind es dann wahrscheinlich, ja, hat, kann man das nicht umrechnen, wie viel Flex das ist? Das kann man nicht umrechnen. Okay. Das ist das Gleiche wie beim Skischuh auch. Jeder spricht von Flex, aber im Grunde genommen ist Flex auch keine genormte Größe. Das hat irgendwann mal ein Hersteller vor vielen Jahren so definiert und daran hält man sich seit vielen, vielen Jahren daran. Stück für Stück, langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, du bist dabei.